Servus Leute, was geht und herzlich willkommen zu diesem neuen Quiz auf testlich.de. Und wieder mal GTA San Andreas und natürlich wieder passend dazu ist die auch die GTA San Andreas Musik im Hintergrund. Ja, was ich sagen muss, es ist fürs Erste das letzte GTA San Andreas Quiz, weil natürlich will ich mir natürlich auch noch anderen Themen zu wagen. Natürlich kann es im Bereich GTA sein. Ich meine, ich kann ja auch mal die Branche GTA 5 noch mal ein bisschen machen. Wenn es genau diese Tests gibt, hey, dann bin ich auch mit GTA 5 dabei. Von mir ist auch GTA. Vielleicht mache ich auch mal die anderen Quizze, obwohl ich noch nie einen anderen GTA-Teil gespielt habe, außer GTA 5 und GTA San Andreas. Außer bei einem Kumpel einmal GTA 4. Egal. Fangen wir an und gehen wir hinein in den GTA San Andreas Los Santos Teste dich Quiz. Wer sind die vier Hauptpersonen aus der Grove Street? CJ, Big Smoke, T-Bone Mendes und Sweet. CJ, Sweet, Caesar und Ryder. CJ, Ryder, Big Smoke und Sweet. Mike Torino, Woosie, Caesar und Candle. Das müsste meines Wissens nach kommen. Der Running Gag ist wieder da, Leute. Der Running Gag ist wieder da. Die Seite hängt. Ja. Ein PC wäre halt dann doch manchmal besser. Ja, okay, wäre so oder so besser mittlerweile, weil ich glaube, der Laptop geht eh langsam kaputt. Technisch gesehen. Also nicht die Software geht kaputt gerade zur Zeit. Die Hardware. Also das Gerät. Er sagt beides, ist komplett Schaden. Seite hängt langsam. Und hier alles geht langsam kaputt. Ich kann jetzt zum Beispiel kein W mehr eingeben. Also Kreuz und Rätsel Sachen sind am Arsch. Okay, also wie gesagt, gehen wir weiter. Weil, geht gerade nicht. Seite hängt. Ja, die klickt trotzdem mal drauf. Also es müsste nämlich CJ Ryder, Big Smoke und Sweet sein, weil ich weiß nicht, wo T-Bone Mendes wohnt. Natürlich erstmal der Running Gag. Ja, ich nenne es das Running Gag, weil es wirklich in jeder Folge passiert, dass mir das Ding hängt. Und wie war euer Tag so? Also, ich kann nicht sagen, wie mein Tag war. Es ist erst 10.16 Uhr. Für euch ist natürlich ein ganz anderer Tag. Ein ganz anderes Datum. Für mich ist gerade der 21.03.2023 um 10.16 Uhr. Für euch kann es vielleicht auch schon April sein. Na? Okay. Wie heißt der Laden, in dem man Waffen kaufen kann? Ammunition, Weapon World, Weapon Store, World Ammo. Oh, das ist natürlich Ammunition. Und ja, Ammunition gibt es in jeder Reihe von GTA. Außer in GTA 4. Das ist ein Punkt, den ich tatsächlich weiß. In GTA 4 gibt es diese Läden nicht, weil sie dort illegal sind in GTA 4. Schön realistisch gemacht, so Politik. Wie heißt der Typ, bei dem man nach ein paar Missionen eine Pistole umsonst bekommt? Ahmed Murat Emmet Hakan. Das ist, glaube ich, Emmet. Der hat nämlich dort dieses Garagending in Willowfield. Emmet. Wie viele Gyms gibt es in Los Santos? Wenn es um Dinger generell geht, wo man sich fit machen kann, dann zwei. Und zwar die Gym in Ganton und der Muscle Beach. Also würde ich sagen zwei. Ne? Wenn der Muscle Beach dazu zählt. Wenn nicht, dann nur einer. Weil jede Stadt hat eigentlich nur ein Gym. Aber Los Santos hat halt mit Muscle Beach zwei. Kann aber natürlich auch sein, dass es... Ich mache jetzt mal, weil ich fühle mich da sicher. Wie heißt der Typ, für den du Mad Dogs Logbuch bzw. Reinbuch klauen musst?
Sweet, Big Smoke, OG Lock, Ryder. Das ist natürlich OG Lock, der dann bei Burger King arbeitet. Wie heißt der Polizist, bei dem auch nicht gerade legale Dinge laufen? Tenpenny, OG Lock, Woozy, Carl Johnson. Also Carl Johnson ist der Hauptcharakter. Woozy kenne ich nicht. Ich kenne nur Woozy Mu und er wird anders geschrieben. OG Lock, das ist der Typ, der, das ist so ein, ich habe mal gehört, so ein, also damals irgendwie so ein Möchtegern-Rapper, der aber mit der Zeit wahrscheinlich vor die Karriere irgendwie gemacht hat oder so, glaube ich. Das ist Tenpenny. Ja, ist mir so, in GTA 5 hat er tatsächlich ein paar Alben rausgehauen und so. Die Frage ist jetzt nicht nur über Los Santos, aber ihr müsstet es wissen, wie heißt das Kleidungsgeschäft, in dem man nur Sportbekleidung kaufen kann? Didier Sachs, New Yorker, Binko, Prolabs. So, natürlich wieder Analyse. Didier Sachs, das ist so dieses Hochding, ja? Also da kauft man sich so Anzüge und schicke Kleidung, ne? So richtig vornehm. Gibt's auch in GTA 5, allerdings nicht betretbar. Nochmal so, dort gibt's einen Laden, der heißt dann, wie heißt der? Ponsonby's, genau. New Yorker ist ein echtes Geschäft. Echte Läden werden dort nicht erwähnt. Genauso dann auch wie echte Städte. New York. New Yorker, New York. Das wäre dann, wenn dann eher Liberty City oder sowas in der Art. Binko ist so der Standardladen. Also zum Beispiel, wären wir hier im GTA-Universum zum Beispiel, dann würde dieses Hemd aus Binko stammen. Es ist Prolabs. Prolabs. Wo arbeitet OG Lock als erstes? McDonald's, Burger Shot, Cluck & Bell. Das was ich gesagt habe. Burger. Ich nenne es halt Burger King für alle, die jetzt sind. Also Burger Shot, ne? Das habe ich ja vorhin erwähnt. Wer ist Sweet? CJs Cousin, CJs Onkel, CJs Bruder, CJs Vater, CJs Bruder. CJs Mutter ist ausgewandert, hasst CJ und will ihn deshalb nicht sehen, ist tot, ist eine Prostituierte. Sie ist tot. Also, die Auswertung. 9 von 10 Aufgaben richtig beantwortet. Bestimmt die Sache mit dem Gym. Das heißt, der Muscle Beach zählt wahrscheinlich nicht. Okay, dann mal sehen. Die erste Antwort war richtig, CJ Ryder, Big Smoke und Sweet. Ah, gut. Die Waffenläden, Ammunition. Dann der Typ, bei dem man die Pistole umsonst bekommt, Emmet. Tatsächlich ein Fitnesscenter. Ah, also zählt Muscle Beach nicht. Aha. Wer ist der Typ, für den du Maddox Logbuch klauen musst? OG Log. Dann der Polizist war Tenpenny. Das Geschäft Prolabs. Und OG Lock bei Burger Shot. Sweet ist CJs Bruder und CJs Mutter ist tot. Ja, das ist halt wirklich. Das ist ja das Relevante, ne? Warum? Weil, ich sehe hier gerade den Kommentar. Cool Bombe schreibt, es gibt 3 Gyms. Einmal bei Gunton, einmal beim Strand und einmal beim Mad Dogs Villa. Ja, gut. Aber das Ding in Mad Dogs Villa, das zähle ich, also ich persönlich zähle das nicht dazu. Ne, nur mal so. Weil das, klar ist da ein Gym, aber, okay, man kann auch da tatsächlich trainieren, aber es ist da kein offizielles Gym. Ich persönlich sage halt, es sind halt zwei. Also wie Coolbombe sagte, also einmal nämlich bei Gunton, ja, und eben dann der Strand. Aber das Mad Dogs, das würde ich nicht dazu sehen, weil das ist eher was Privates, ne? Ich meine, bin ich ganz ehrlich, ich habe hier auch eine Hantel im Zimmer. Dennoch ist das hier kein Fitnessstudio. Der Test ist voll Kakaka. Natürlich gibt es 2 Fitness Center.
Da ist einmal der Gym, der Grove Street und dann noch der Platz am Strand, wo man ebenfalls pumpen kann. Also bitte. Genau, die sagen es alle. Die sagen es eben alle. Da gibt es zwei. Da gibt es zwei Fitness-Dinger. Zwei. Zwei. Am Strand und in Ganton. So Leute, ich bin raus. Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, dann lasst ein Like da. Und wenn euch meine anderen Videos gefallen, dann abonniert diesen Kanal. Und drückt auf die Glocke, um kein neues Video zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.